Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge Let's Play Transport Fever. Hier mit Cedric TV und mit mir, den Cedric Essos. Cedric Essos TV habe ich schon wieder gesagt, ne? Sieht das mal im Fernsehen, meine ich natürlich. Ich verfalle schon wieder ein alte Muster. So, wir haben hier natürlich das Zügchen. Es sind jetzt schon 5 Passengers drin. Und wir kürzen mal ab. Weiß ich, ob wir abkürzen. Ah, ich glaube nicht. Aber ich glaube schon, dass hier jetzt ein paar mehr stehen. Auf jeden Fall stehen ja ein paar mehr. Wie viel sind es denn insgesamt? 33. 70 passen rein. Wir wollen anscheinend ordentlich Leute mitfahren. Na, mal sehen. So, wir haben jetzt hier unten den Kattelhof. Wir haben hier eine Schwanenmühle. Ich habe jetzt vor, das Fenster können wir ja schon mal auflassen. Mal kurz auf meine Finanzen schauen. Logischerweise haben wir das ja mal ein bisschen Minus gemacht, weil wir da etwas viel gebaut haben. Eine Brücke für 10 Millionen etc. So, wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Und haben hier den Kattelhof. Und den Kattelhof, der hat wo seinen. Hier hat er das. Aufrüsten. Kann man das noch machen? Und das auch? Und das? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Geht das? Nee. Nee. 6 geht. Bis 6 Gleise. Kann man hier ran machen. Aber ich mache es mal. 3. Zweiter, länger. Anwenden. Ach so, die drehen einfach mal so um und haben da mal keine Passagiere mehr. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wie gehen wir denn jetzt hier am besten, schlechtesten raus? In die Richtung. Weil hier ist ja ein Haus im Weg. Wie man sieht. Was Neues? Kann natürlich auch nach unten gehen. Komm, wir gehen mal nach unten. Gehen wir nach unten und bauen hier einen Tunnel. Okay, nicht ganz. Und kommen hier dann wieder raus. So der Plan. So ist der Plan. So, zack. Nachbartunnel. Da ist noch ein bisschen anbauen. Und noch ein Tunnel. Super. So, die Strecke kommt jetzt hier rüber. In die Richtung. Und die zwei. Die kommen in die Richtung. Später mal die übrige Regionallinie. Der fährt hier. In der Mitte, der überregionale fährt in der Mitte. Hat dann dieselbe Brücke wie der hier. Die Brücke möchte ich eigentlich mal upgraden. War eigentlich mal nötig. Pass auf. Ja, machen wir erstmal bis dahin.
Zack. Lass mal da erstmal durchfahren. Pferde. Der Pferde, der Peter. So. Zack. Ja, klappt doch. Das klappt doch soweit. Sehr gut. Ist eine schnelle Strecke, wenn man das mal so hier anschaut. Es ist schon eine schnelle Strecke. Jetzt sind wir hier in Alfhausen. Jetzt tun wir natürlich das auch mal ein bisschen aufrüsten auf 4 Gleise. Das mal anwenden. Wenn das geht, sogar auf 6. Das geht natürlich auch. Das wollte ich machen. Und das ist die Überregional, die kommt hier ran. Bisschen ja. Dann mal nee. Nee, 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 nee. Nee. Zack. Noch kann man es machen. Die Kurve ist ja auch noch 120. Hier wird es dann schon eng. Müssen wir mal die Straße abreißen. Mal den neuen hinsetzen. Ist das die? Ja. Das ist die. So. Zack, zack. Einmal rangeführt. Man kann das natürlich auch schon hier so abgehen lassen. Das geht alles. Das eben noch nicht getan. Lass mal die erstmal durchfahren. Dann kommen wir hier ins Gehege. Die Linie noch funktioniert. Zurzeit läuft es auf der Linie. Das müssen wir natürlich ganz schnell ändern. Zack, zack. Da muss dann an der Stelle warten. Nee. Warum springt denn der jetzt? Weil, warum? Warum machst du das? Und bei sowas, das ist dann immer das, wo ich sage, okay, das sucht sich die schnellere Strecke und dann musst du eben hier einen Wegpunkt setzen. Wenn du nämlich in Alfhausen wieder eine alte Stelle hinzufügen und zack, und dann hat er wieder die richtige Strecke. Ja. Wir gehen übelst viele raus und da fahren auch 74 mit. Ist ja gar nicht mal so schlecht.
So, jetzt könnt ihr auch ein bisschen besser fahren. Man könnte ja von hier. Krass, oder? Aber der Wegpunkt ist ja dort vorne gesetzt, also von daher dürfte hier nichts passieren. So, hier könnte man da jetzt was hinsetzen. Und hier könnte man sich das hier sparen. Das könnte man auch wegnehmen. Das auch, das auch. Das auch. Ach so. Das passt doch. Auch nicht möglich. Warum? Geht doch alles. Was haben sie denn? Ich frage mich schon, wo das Problem liegt. Da kommt der Zug. Und hier haben wir unser Signal vergessen. 80 von 80. Und der Bahnhof in Kellerhof. Da warten immer noch viele. Zu viele. Wir gucken mal hier. Das hat diese Linie. 25% setzen wir dir jetzt mal. Dass das ganz schnell geändert wird. Fahrzeugersatz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind ja noch weniger. Fahrzeug wählen. 1, 2, oder wie viel, wie schnell ist die? Die ist 100. Pass auf. Setzen wir mal die hier. Zack, da drauf. Immer so ein Wagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist da eigentlich schon lang? Ja. Gucken wir mal. Wie alt sind die? Details. Alter 25 Jahre. Höchstgeschütz. Ah, scheiße. Der ist jetzt schon geupgradet. Und der ist natürlich im ersten Monat. Ist da die Höchstgeschwindigkeit. Lebensdauer 30 Jahre. Den müssen wir definitiv noch mal ins Depot schicken. Also nicht den. Also den hier. Den hier nicht. Weil der kriegt jetzt wahrscheinlich den komplett neuen. Da sind wir jetzt mal live dabei. Da ist die Folge auch wieder rum. Ja. Neues Geschoss hier. Was hier unterwegs ist. Und der hat jetzt 112, kann der jetzt mitnehmen. Der hat 60 mit. Okay. Aber die Begegnung, die ist jetzt noch interessant. Jetzt
Zack. Stopp. Die Spannung ist am Höhepunkt. Und ich mache einen Screenshot. Sehr gut. Also sieht man schon einen Unterschied zwischen den verschiedenen Wagen, ne? Man sieht einen Unterschied. Aber wie mache ich jetzt den Screenshot am besten, schlechtesten? Einen rausgehen? So? Oder so? Ne, so schaut es nicht so schön aus. Da muss ich auch einen größeren Radius nehmen. Wenn ich den so mache. Sagen sich dann Huhn und Esel guten Tag. Genau, dann machen wir es. Zack. Weiter geht die Butterfahrt. Bis zur nächsten Folge.